So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Winterhaus. Heute bauen wir ein Dach. Und ich habe einfach nebenbei aufgenommen. Ich habe irgendwie das Ganze so in 4-5 Stunden gemacht, deswegen alles ein bisschen sehr zusammengefasst. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe eine Höhle entdeckt. Keine Ahnung, ob ich hier was finde, aber ich habe schon ein bisschen Eisen. 18 Stück. Zeit für eine Rüstung. Oder erstmal Werkzeug. So, und jetzt, wo ich Fackeln habe, kann ich hier auch eine reinstellen. Kamin fertig. Soll ich meinen Ofen einfach da reinstellen? Wäre eigentlich auch lustig, oder? Ja, so als wäre der Kamin an. Ja, warum nicht? Wenn ich es von meinem Haus richtig sehe, dann wurde der Rollstuhl da vorne sogar noch dekoriert mit Lichtern und sowas. Yep. Das ist einfach ein Weihnachtsrollstuhl. Okay. Achso, und ich habe meinen Keller hier noch ein bisschen ausgegraben. Ja, auch mal runtergehen. Tada! Dafür wollte ich nämlich unbedingt jetzt in die Mine gehen, um mir Fackeln zu holen. Weil ich schon die Befürchtung habe, dass sonst Monster hier drin spawnen. So, keine Ahnung, was ich mit dem Raum hier mache. Ich könnte theoretisch oben Glasboden irgendwo machen, dann sieht man den Raum hier unten auch. Aber ja, habe ich ein zweites Stockwerk schon mal. Meine Häuser gehen halt nach unten statt nach oben. So, ansonsten sollten die Büsche hier hinter meinem Haus gewachsen sein. Genau, die kann man, glaube ich, mit Rechtsklick ernten. Ich wollte den ersten gar nicht abbauen. Wie viel geben die? 1. Davon hätte ich dann schon gerne mehr, oder? Habe ich die kaputt gemacht? Okay, wenn sie nicht ausgewachsen sind, gehen sie komplett kaputt. Interessant. Ich würde sagen, dann pflanze ich mir hier um mein Haus herum so ein kleines Beet von denen. Mit der Zeit. Ja, das Bett wurde mir geschenkt. Auch sehr nett. Warum halte ich meinen Arm, einen Arm oben? Ich glaube, ich brauche ein Dach. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wäre aber auf jeden Fall praktischer. Ach man, ich hasse Dach bauen. Okay, ich will ja einen Zylinder auf meinem Haus haben. Soll das komplette Dach einfach ein riesiger lila Zylinder sein? Oh, brauche ich eine Schafzucht. Oh, muss ich ja mit Leuten reden an Weihnachten. Kann ich nicht einfach für mich spielen? Hat jemand eine Schafzucht? Dann brauche ich Lapis Lazuli für blau und rote Blumen für rot, für lila. Neben dem Rollstuhl. Okay. Okay, wird mein Dach also ein riesiger lila Zylinder und ich muss einfach 1 Million Dingsbums klauen. Naja, mein Eisen ist fertig, das ist ja schön. Wir machen ja auf jeden Fall eine Schere. Die werden wir ja schon mal brauchen. Ich sollte mir meinen Sommerskin zu einem Winterskin wechseln, ne? Sekunde. Tada! Perfekt. So, so lässt sich doch besser weihnachtlich spielen. So, jetzt wo wir einen Skin haben, können wir ja losziehen und... Oh, wir haben sogar schon eine rote Blume. Von 5 Millionen, die wir brauchen. Moment. Es wäre klüger, mir einfach lila Schafe zu machen. Ne? Da brauche ich nicht so viel. Okay, also wir brauchen Schafsgehege. Würde ich sagen. Das würde ich mir... Warte, hier ist mein Haus. Kann ich ja noch hier hinten einen Ausgang machen? Hier? So, und hier ist mein Schafsfeld. Ja, das könnte passen. Nehmen wir einfach ein bisschen Erde raus. Haben wir ein paar Stacks. Und füllen das hier auf. So, jetzt ist hier Platz für so ein Schafsgehege, genau. Perfekt. Ich hätte gerne diese fetten Bäume. Waren das einfach vier so Fichtendinger nebeneinander oder war es was anderes? War das ein Megabaum? Weil die fand ich immer ultra cool zum Holz bekommen. Oh, Essen. Von Xellos, Alter. Perfekt. So, danke für das Fleisch. Genau. So, da drüben wohnt ja auch jemand jetzt. Oh, guck mal. Witzig. Kidiro wohnt da. Okay. Finde ich okay. Hier ist ein Schild. Hier lebt das graue Schaf in seinem schönen Lebensraum. Scheinbar nicht mehr. Vielleicht ist es ein Berg runtergefallen. Ich frage mal Nefarius, ob er mir kurz hilft, die Schafe rüberzuschleppen. Nefarius? Hm? Ich brauche mindestens 2 Schafe hier bei meinem Haus. Also ein graues. Wenn wir können versuchen, lebendig 2 davon rüber zu schleusen. Ich habe eine Leine, also so schwer ist das nicht. Ja, mit Leine ist ja zu einfach. Wir fanden deine Reaktion auf den Rollstuhl sehr interessant. Warum? Was ist das für ein Halbmond? Ja, mehr habe ich ja nicht gesehen. Wofür brauchst du die Schafe? Da ist doch eins. Hä, wo ist das? Hä, das war vorher noch nicht da. Eins habe ich scheinbar hier. Also wir brauchen echt nur ein Schaf. Okay, perfekt. Ich habe eins draußen. Und okay, ich habe 1,5 draußen. So, jetzt habe ich 1. Okay, Nefaris Haus ist das mit den Maudado-Bannern. Verstehe. Genau. Oh, das ist sogar schon blau. Sehr cool.
Warum geht es wieder hoch? Hallo? kann irgendwer denn nicht... Hallo? Schieb's einfach runter. Hallo? Warum bildest du den Berg hoch? Das Schaf hat entweder... Ich versteh's nicht. ...einen Miniaturrollstuhl. Ich glaub, das will zurück zur Gang oder so. Oder irgendjemand... Du kannst das Eis nicht essen, Schaf. Es tut mir leid. Das hat's probiert. Ich hab das Gefühl, dass es einfach... Doch, Fleisch fressen. Ah! Ja, der Mordor muss verdammt groß werden. Der muss schon mit dem Kopf über die Lehne rausgucken. Wir können den Mordor auf den Rollstuhl setzen. Ja, das ist ja so der Plan. Achso, okay, gut. Schaf hat die Aggro verloren. Warum jetzt vor dem Gitter? Nein! Mach das Gitter zu, sonst kommt das andere auch raus. Hallo. Look at me. Das ist Essen. Es ist. Perfekt, es ist blau. Sollen wir gehen schon mal in das Gehege rein, bevor das andere Schaf noch rauskommt? Oh, nein! Die haben ein absolutes Desinteresse, wenn es ums Essen geht, kann das sein? Nein! Das guckt mich nur aus Prinzip an. Ja. Okay. Oh. Willst du mich da reinlocken? Nein. Okay, wir haben es geschafft. Ihr habt es ja doch geschafft. Oh, Alter. Genug socialized. Jetzt muss ich die nur noch lila färben. Und dann... Scheinbar züchten, weil es wurde blau, als ich die beiden gepaart habe. Also besteht scheinbar eine Chance, dass die immer diese Farbe übernehmen. Brauche ich gar nicht so viel Lapislazuli. Da unten rennen sie schon mit dir Rüstung. Okay, ja, dann gehe ich jetzt in die Mine. Hab ja Gott sei Dank ein bisschen Essen. Kann mir auch mal, ich mache mir eine Eisenhacke, sonst kann ich unten doch gar nicht alles abbauen. Jo, und eine Eisenoxt. Mache ich mit Damage. Nein. Okay, dann gehe ich jetzt in die Mine runter und suche mir Lapislazuli. Dann sehen wir uns wieder. Dann habe ich jetzt das Lapislazuli aus der Mine geholt. Genau, das habe ich hier gerade irgendwo hingelegt. Da habe ich die andere Blume. Jetzt habe ich zwei Farbe. Lapislazuli ist im Inventar. Genau, und die zusammencraften hat... Achso, die muss man erst zu blauer Farbe craften, okay. Und die beiden zusammencraften ergibt lila. 4 Stück. Oh, ich hätte von beiden nur eins gebraucht. Ist egal. Und dann sind die Schafe alle geerntet und ich kann sie nicht färben. Schade. Da ist das letzte auch ungefärbt. Perfekt. Dann heißt es jetzt, ein Weizenfeld. Kann ich eigentlich direkt daneben machen. Da, wo mein Baum nicht funktioniert hat, muss ich nur meine Lava irgendwohin ausleeren. Hier mache ich einfach meinen Keller runter, habe ich so eine Art Mülleimer. Mülleimer ist erschaffen, perfekt. Dann kann ich mir Wasser holen, eine Feldhacke und ein Weedseed. Zwei Weedseed habe ich sogar. Kann ich bestimmt irgendwo schnorren. Irgendwas schneit. Mit dem Shader sieht man den Schnee nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber ich kann das Wasser snacken. 1, 2, 3 will ich in alle Richtungen. Okay, dann kommt also da mein Wasser hin. Weißt du, genau jetzt schneit es auch, wo ich gerade mein Feld machen muss. Die ganzen Blöcke hier zugeschneit werden. Beziehungsweise muss ich auch aufpassen, dass mein Wasser nicht zufriert. Kann passieren, ne? Ja. So. Vorsichtshalber mal eine Beleuchtung und Wärmequelle hingemacht, damit der ganze Schnee auch nicht... hier mein Feld kaputt macht. Weiß gar nicht, wie gut es geht oder so, aber safe ist safe. So. Perfekt. Dann gucke ich mal da drüben. Die haben, glaube ich, da Felder. Gehen wir mal ein bisschen erkunden. Da, hier habe ich ja eins meiner Schafe hergeholt von dem Berg. Also heißt das ja so gesehen, dass hier auch Weizen sein muss. Nefarius, kann ich mir ein bisschen Weizen von dir nehmen? Ja. Ich gehe mal in Spectator-Mode, weil die gerade die ganze Zeit davon geredet haben. Weil... sie gerade meinen, sie bauen einen Maudado auf den Rollstuhl. Ja, die bauen einen Maudado auf den Rollstuhl. Okay. Gehen wir wieder dahin, wo wir waren. Und jetzt können wir ein Feld anpflanzen. Was tatsächlich funktioniert. Hurra. Und jetzt heißt es warten? Ja, eigentlich schon. Ich habe das Weizen ja mitgenommen. Mehr Schafskinder. Ist es auch lila? Jawohl. Okay, dann kann ich mir ja 10 Millionen lila Schafe hier züchten. Und ich mache mir einen Wollteppich. Genau, machen wir mal kurz ein bisschen, verbrauchen wir ein bisschen was, um einen Wollteppich zu machen. Weil, das hat man ja bei PewDiePie und so gesehen, dass Zauntore komplett irrelevant sind, wenn man einfach einen Wollteppich machen kann, über den man drüber laufen kann und Tiere nicht. Genau. Ist auch ein bisschen einfacher, rein und raus zu gehen. Oh, Schlingel gejoint. Was geht ab? Ja, und alle hallo. War lustig, wie viele Schlingel hallo sagen. Aber alle voll am Ausrasten. Hier einfach so ein ganzes Bauteam ist, was gerade sich damit beschäftigt, einen Maudado auf den Rollstuhl zu setzen. Wie cool der schon ist vom Mund und so.
Ach Mann. Den gucken wir uns später nochmal an, wenn der fertig ist. Also spätestens in der nächsten Folge. Wenn ich einen Zylinder drauf mache, könnte mein Haus doch viereckig sein, oder? Oder ich mache halt da drüben einfach irgendwie so... Ich baue den dann doch viereckig. Ja, doch. Dann werde ich hier die Ecke erweitern, genau. Wir haben ja nichts zu tun, gerade während wir auf Schaferweiterung warten. Außer, dass ich die Schafe mal füttern sollte. Babys. Mache ich auch noch ein zweites Feld. Alter, noch mehr Leute, die Geschenke bringen. Jawohl. Muss nichts selber machen auf diesem Server. So macht Minecraft Spaß. Nein, ich habe ja nichts dagegen. Ja. Zweite Feld ist fertig. Ich könnte theoretisch sogar noch, wenn ich hier nach links gehe, so ein drittes Feld machen. Aber wäre das zu viel? So, drittes Feld fertig. Also jetzt sollte der Weizen dann reichen, wenn ich ihn jemals alles angebaut habe. Dann kannst du mir das jetzt auch... 6 Seeds aus einem Weizen? Ah ne, ich hatte glaube ich ein bisschen was im Inventar. Boah, wäre das schön gewesen. So, was hat hier Winwin mir hingestellt? Ah ja, verzaubert. Übertreib. Ich habe doch schon Eisenzeug. Einen Bogen nehme ich. Der Bogen ist nice. So, habe ich jetzt einen Infinity-Bogen mit Power? Cool. Ach ja, meine Schafe. Wie geht's euch so? Ihr habt Hunger. Verständlich. Ich mache hier auch irgendwie 7 Sachen gleichzeitig gerade. Vermehrt euch mal. Ihr seid coole Tiere. Wie ihr vielleicht hinter mir vernehmen könnt. Ich habe Schafe. Meine Felder sind immer noch nicht fertig. Es ist wirklich noch kein Feld komplett fertig gewachsen seitdem. Aber die Schafe haben sich vermehrt. Ich habe mir einfach von anderen Leuten die ganze Zeit Zeug geschnurrt. Und ich habe ein bisschen Wolle. Mittlerweile. Das ist alles von meinen Schafen. Das wächst denen instant nach. Und das heißt, ich kann jetzt einen Zylinder auf mein Haus bauen. Da, und das wird hoffentlich schön. Ist es ein Prank? Warum stürzt jetzt der Server ab? Die Schafe sind in der Zeit eingefroren. Ich habe die Macht. Sie bewegen sich jetzt. Okay. Da hat sie irgendwie so im Chat erkannt, dass sie sich wieder bewegt hat. So. Nehmen wir mal eine Dirtblöcke und dann klettern wir mal hoch auf unser Haus. Ja, ich habe hier auch schon einen Briefkasten hingebaut. Da vorne wurde schon ein Weg angefangen zu meinem Haus. Das ist alles. Es entwickelt sich super schnell hier. Turbo, Turbo. Wir wollen ja einen Zylinder. Dann würde ich sagen, der soll auch eins drüber gucken. Ja, oder? Auf jeden Fall. Also mindestens eins, wenn nicht sogar zwei. Und wenn ich die Ecken so lasse... Nein, nicht so. Habe ich noch eine Schere dabei? Ah ja, mit einer Schere kann man die ja schneller abbauen. Wenn ich die Ecken so lasse, genau so. Alter, ich bin zu doof, um Wolle zu bauen. John, ich sehe ein bisschen runter, das ist schön. Die Schafe, um die kümmere ich mich dann bald. Dann hole ich mir so ein Schwert mit Feuerverzauberung und dann habe ich auf einmal ganz viel zu essen. Ich habe, glaube ich, sowieso hier schon ein Stack Schaffleisch ja bekommen. Dann kann ich ja meine Ernährung genauso fortsetzen, wie sie begonnen hat. Ja, und jetzt muss ich hier nur erstmal alles schön lila abdecken. Und dann kann es nicht mehr in mein Haus schneien. Wisst ihr noch, als ich vor 2 Stunden gesagt habe, oh, ich hätte gern ein Dach. Aber Dächer sind so anstrengend. Ach, lass einfach einen Zylinder bauen, das ist einfach. Und dann bin ich einfach den ganzen Tag jetzt hier nur am Wolle farmen, damit ich mir ein cooles Dach bauen kann. Ich glaube, einen lila Zylinder habe ich echt noch nie als in mein Dach gebaut. Auch wenn es so offensichtlich... Ich glaube, ich war immer zu faul, das mit der Wolle und so zu machen. Aber weißt du, zu Weihnachten, da wird sich gegönnt. 1, 2, 3, 4. Ja, meine riesige Fläche. Soll ich hier bauen? Als 3 Felder Abstand. Ja, ich würde sagen, 3 Felder Abstand ist ganz gut. Eigentlich. Sieht mir ganz angenehm aus. Auf meinem Dach werden die ganze Zeit Monster spawnen, aber ich mache da noch eine Lichterkette drum. War meine Idee. Dass es ein weihnachtlicher Zylinder ist. Dem eine Weihnachtsmütze aufzusetzen, wäre ja ein bisschen dämlich. Ich brauche einfach viel mehr Wolle. Gut, dass ich es unterschätzt habe. Dachte so, oh, ich habe ein paar Stacks. Das, ach, das reicht ja easy. Ja. Werde ich auch wahrscheinlich noch ein bisschen umbauen, weil ja eigentlich mein Zylinder so ein Band immer unten hat. Da wurde, also hier, da unten. Aber da, ich habe ja keine andere Wollfarbe gerade parat. So. Okay, Wolle ist leer. Ja, die eine Seite ist nicht fertig geworden, wie nicht zu unerwartet. Aber wir haben schon mal einen Anfang. Und das ist doch sehr schön. Jetzt muss ich nur von ein bisschen aus der Distanz gucken, ob die Zylinderspitze schon hoch genug ist. Nö. Nee, ich würde sagen, der geht noch höher. Ja, schon so sagen, noch 2 Blöcke höher mindestens. 2 Blöcke höher auf jeden Fall. Ich verstehe, warum du die Schafe gebraucht hast. Ja, ich habe einen Zylinder bauen wollen. So, aber gut, dann muss ich ein bisschen weiter Schafe abwarten und dann weiter zylindieren. Hey Leute!
Leute, Update-Zeit. Ich habe das Feld hier gerade geerntet. Das war fertig. Dann ist mir eingefallen, hey, Moment, ich nehme ja gerade nebenbei auf. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich einfach so nebenbei immer aufnehme, während ich spiele. Also ich habe jetzt irgendwie 4 Stunden Aufnahme, aber es ist wahrscheinlich alles noch in der 2. Folge. Wird auch viel wahrscheinlich rausgekattet, was ich gesagt habe. Sonst wird es nie im Leben eine Folge. Und ich habe den Zylinder gerade weitergebaut. Ich habe meine Schafe etwas vermehrt. Es wurden 1,5 Stacks für einmal ernten bei den Schafen. Und deswegen schütze ich mich jetzt da nochmal rein. Gebt mir die eure Wolle. So, jetzt nochmal. Oh, Gottes Willen. Ja, ganz ruhig, meine Kleine. Oh, wollt ihr alle ein bisschen, wie sie auf mich gestürmt kamen. Alle kriegen hier ein bisschen Weizen, solange sie mich nicht tot trampeln. Ja, auf jeden Fall ein paar neue Babyschafe. Die töten sich. Habt ihr das gesehen? Die wollten so dringend mein Zeug haben, dass die sich umgebracht haben. Okay. Das ist eine neue Mechanik, dass man nicht mehr Tiere so sehr Massen hält. Dass die jetzt sterben, wenn die sich zu sehr erdrücken. So, 3 Stacks haben wir jetzt wieder. Einmal kurz reingeguckt und es sollte eigentlich reichen, dass wir den Zylinder fertig bauen. Und das mit den Bäumen hat doch funktioniert, was ich dachte, ne? Dass man nicht hier 4 Stöcke aufstellen kann und dann wird so ein Gigabaum daraus. Das Problem dabei ist, die brauchen nur eine riesige freie Fläche, um so zu existieren. So, meine Schaufel ist gebrochen, aber der Platz sollte auf jeden Fall reichen für einen dieser Bäume. Also zack, 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 zack. So, jetzt sollte der Platz auf jeden Fall reichen. Ich weiß, wie er sogar noch sicherer reicht. So müsste er auf jeden Fall reichen. Weil irgendwie, keine Ahnung, der ist sehr komisch gewachsen, der eine, der hier gewachsen war. Deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher, dass der auf jeden Fall wachsen kann. Da, guck mal, die sterben. Ich kann mich hier drin nicht mehr bewegen. Also wenn ich jetzt hier stehe und mein Zeug nehme, bringen die sich um. Oh. Aber ich würde sagen, schließen wir mal den Zylinder ab. Wenn wir schon unsere Schafe nicht mehr füttern dürfen. So, hier habe ich extra so ein Treppchen übergelassen. Und dann dachte ich, okay, sobald ich so ein paar Stacks Wolle habe, kann ich dann wieder hier reingehen. Und das fertig bauen. Und das sollte ja jetzt ungefähr reichen. Ich hoffe es zumindest. Naja, sonst kann ich mich auch noch hochbauen. Ist ja nicht allzu tragisch. Wir setzen die letzten 2 Blöcke. Tada! Ein Zylinder mit einem Loch unten drin. Das habe ich übersehen. Aber wir müssen noch den Deckel machen natürlich. Okay, die Wolle sollte gerade so reichen, auf jeden Fall. Hab ja noch ein paar Stacks. So. Ja, da müssen noch Fackeln jetzt so ein bisschen drauf platziert werden. Achso, eine Lichterkette wollte ich ja noch drum bauen, aber nicht heute. Das heutige Ziel war der Zylinder selbst. Von dem ich nicht wirklich runterkomme, aber ich kann wenigstens so wenig Fallschaden wie möglich nehmen. Habe ich gleich eine Enderman-Farm auf meinem Kopf. Ja, hätte vielleicht mal Fackeln mitbringen können. So, 1 Fackel, 2 Fackeln, fertig. So, aber weil der Zylinder hier noch übersteht, muss ich natürlich hier noch so eine Befestigungssäule ran machen. Und dann habe ich hier eigentlich so eine Art Terrasse. Dann machen wir die hier alle weg. Und dahin dann die hier. So. Reicht eigentlich auf einer Seite, ne? Muss jetzt nur meine Erde ein bisschen anheben. So, mit Schaufeln rechtsklicken macht Wege, ne? Genau. Genau, dann kann ich jetzt hier so ein, wenn sobald der Wiese gewachsen ist, einen Weg hier rüber bauen. Sogar immer noch ein bisschen zu knapp. So hätte ich es ganz gerne. Ja. So ist dann doch ganz schön. Dahin so. Dann kann ich hier so einen Weg rumführen und dann hier kann ich mir jetzt mit den Slabs so einen kleinen Holzweg runterbauen. So, und dann habe ich meinen Weg hier verbunden, den ich selber noch ein bisschen breiter gerne hätte eigentlich. Da muss ja alles kommen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so einen kleinen Weg nach oben. Aber gut, Leute. Dann war es dies hoffentlich mit der 2. Folge. Es kann auch sein, dass es die 3. ist. Was weiß ich, wie ich schneide, aber ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Wir haben ein kleines Haus. Wir haben einen wunderwinterlichen Weihnachtsskin, mit dem ich rumlaufen werde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Herr Zimmelmann in seinem Zylinderhaus.